Hey, hey, schön, dass du wieder dabei bist. Wir machen noch ein Video dieses Jahr, ganz frisch und munter. Und zwar zu dem Thema 10 Geschäftsideen für Mütter 2024. Ich werde immer wieder gefragt, Karin, taugt meine Idee? Kann man das machen? Ist das okay? Geht das? Kann ich damit reich werden? Also, kann ich damit reich werden, werde ich ganz selten gefragt. Aber die Frage ist schon, reicht die Idee dafür, dass du damit dein Auskommen generieren kannst? Okay? Weil das ist schon so ein Punkt, wo ich denke, so, oh ja, wir haben eigentlich alle auch genug zu tun, dass wir eigentlich nicht die Sachen irgendwie produzieren müssen, dafür, dass es dann nicht mal reicht, dass wir selber irgendwie uns selber, dass wir selber Taschengeld auszahlen, okay? Und das ist so ein Punkt. Deswegen habe ich 10 Sachen gesammelt. Das ist jetzt nur so ein Mashup, wo ihr mal gucken könnt, okay, wo ordnet ihr euch ein, wo ich sage, okay, das funktioniert auf jeden Fall. Also, die Idee Nummer 1 sind virtuelle Mutter-Kind-Yoga-Kurse, weil es gibt fast alles virtuell, ich weiß. Und es gibt auch Mutter-Kind-Kurse und es gibt auch Mutter-Kind-Yoga-Kurse. Meine Tochter zum Beispiel liebt Yoga, die macht das in ihrer Schule. Aber das Ding ist natürlich, dass wir das Thema haben, dass nicht alle Kinder auf eine Montessori-Schule gehen, dass wir das Thema haben, dass nicht alle Zugang zu diesem Angebot haben. Und da ist natürlich die Digitalisierung ein großes Ding. Das heißt, gerade in der Kombination mit Mutter-Kind, dann machen wir das gemeinsam. Also ganz offen, meine Tochter würde das super gut finden und ich glaube, ich weiß nicht, ob, wahrscheinlich gibt es das sogar, vermutlich. Also ist übrigens ein gutes Zeichen, ne? Wenn ihr eine Idee habt und ihr guckt online und feststellt, das gibt es schon, super Zeichen, heißt, dass man damit Geld verdienen kann, heißt, dass das mit sehr großer Wahrscheinlichkeit funktioniert, dass es die Zielgruppe wirklich gibt, dass es das Problem wirklich gibt. Top, go. Keine Angst, okay, wenn ihr das seht. Die Idee Nummer 2 ist es, online Familienernährungsberatung zu machen. Ernährungsberatung, wisst ihr selber, ist natürlich eher so ein Ding, aber ist meistens auf Einzelpersonen abgesetzt. Das heißt, dass man die ganze Familie in der Ernährung beobachtet und eben auch berät, ist was, was ich jetzt noch nicht gesehen habe. Finde ich ziemlich cool, weil ich natürlich auch weiß, bei uns wird auch nur gegessen, was alle auf dem Tisch essen. Und niemand will sich eigentlich die Mühe machen, irgendwie 34 verschiedene Sachen zu kochen. Deswegen für die gesamte Familie würde ich sehr, sehr schlau finden. Idee Nummer 3 sind Remote-Vorlesestunden für Kinder. Das finde ich ziemlich cool, weil du dann sozusagen deine Vorlesestunde selber installieren kannst. Für Eltern, die auf Geschäftsreise sind beispielsweise, kannst du selber deine Vorlesestunde aufnehmen und kannst sie den Kindern einfach zur Verfügung stellen, wie so eine kleine eigene Bibliothek, da Leute zu begleiten, die beispielsweise viel auf Geschäftsreise sind, könnte ich mir super gut vorstellen für Väter, dass die das fetzig finden als Tool, das einzusetzen. Das kann ich mir als Handlungsspielraum auf jeden Fall gut vorstellen. Idee Nummer 4 ist auf jeden Fall schon oft gesehen, aber ich finde, da gibt es auf jeden Fall noch Verbesserungsbedarf, sind virtuelle Hausaufgabenstunden. Weil virtuelle Hausaufgaben ist halt sowas, wo viele Kinder einfach nicht firm sind. Und natürlich, wir wissen alle, dass Lehrer Mangelware sind und gute Lehrer sowieso. Und damit kann ich dich nur einladen, wenn du selber pädagogische Fachkraft bist und sagst, das ist irgendwie was, was mir gut liegt und was ich gerne mache, dann kann ich sagen, Hausaufgabenbetreuung ist sicherlich etwas, was auf jeden Fall nach vorne gehen wird und was auf jeden Fall auch eine Geschäftsidee sein kann. Idee Nummer 5, das ist was, was wir zum Beispiel gerade im Insider-Club machen, beziehungsweise wo ich eine Klientin habe, die das gerade macht, ist digitale Elternberatung für Sicherheit im Netz. Also, wie genau verhalten wir uns jetzt eigentlich im Netz? Was ist okay für die Kinder? Wann können die Spotify haben? Ist YouTube Kids so gut, wie wir denken? Was ist sicher? Wie bringe ich denen das richtige Verhalten bei? Wie machen wir überhaupt digitale Erziehung? Okay, das sind alles Themen. Wenn du da Aktien hast, herzlichen Glückwunsch, go for it. Die Welt braucht dich dringend und die Elternwelt sowieso. Von der Warte, das ist eine Geschäftsidee, die sicher, sicher sehr, sehr gut Zulauf haben wird und die nächsten Jahre sowieso. Idee Nummer 6 sind Online-Workshops für Mütter für kreatives Schreiben. Ich weiß, dass viele Mamas das gerne machen wollen und ich weiß, dass viele sich irgendwie nicht so richtig trauen, damit anzufangen. Also mit kreativem Schreiben überhaupt, weil sie Angst haben, dass sie irgendwas falsch machen und das aber gerne irgendwie für sich erlernen würden. Okay? Und da ist so ein Workshop-Format natürlich super cool, weil es einfach sehr leichtfüßig ist und in der Regel eine niedrige Einstiegshürde hat. Wenn du da Aspekte drin siehst für dich, das ist auf jeden Fall auch was, was sehr, sehr gut funktioniert. Die Menschen wollen sich wieder mit sich selber verbinden und das kreatives Schreiben hat ja fast einen therapeutischen Aspekt. Von der Warte, das ist auf jeden Fall was, was auch in Zukunft gerade für das Thema mentale Gesundheit, Beziehungsarbeit und so weiter, das ist ein sehr, sehr, sehr gutes Tool, was ich mir vorstellen kann, was auch über Kooperation sehr, sehr gut zu vermarkten ist. Idee Nummer 7 haben wir, glaube ich, unter Corona auch schon mal gesehen und zwar sind das digitale Bastel- und Kreativstunden für Kinder. Das ist sowas, was eben viele gerne mehr machen würden. Kinder suchen sich in der Regel nicht eigenständig irgendwelche YouTube-Videos raus, beziehungsweise fehlt ihnen dann doch so ein bisschen die Anleitung. Und da gibt es garantiert die Möglichkeit, den einen oder anderen Haushalt zu begeistern, weil natürlich nicht jedes Elternteil ist gleichermaßen bastelbegeistert wie die Kinder. Also das darf man auch nicht vergessen. Ihr gebt damit ja eine
Kompetenz in die Familien, die vielleicht in der Familie gar nicht vorherrscht, was ja super nett ist. Also es ist ja einfach eine sehr, sehr gute, abwechslungsreiche Art ist. Und wenn man das in einem Kurs daherkommt oder in einem Videoformat oder wie auch immer, bin ich mir sehr sicher, dass sowas auch ja den ein oder anderen Weihnachtsbaum verschönert und vielleicht auch das ein oder andere Geburtstagsgeschenk darstellt, wenn man dann wüsste, dass es das gäbe. So, Idee Nummer 8 sind Online-Sprachkurse für Kinder. Weil es gibt Online-Sprachkurse, safe, aber es gibt nicht viele Angebote für Kinder explizit tatsächlich. Und wenn Kinder in Eigenregie A, sprachbegeistert sind und B, auch andere Sprachen lernen wollen, die vielleicht darüber hinausgehen und dann natürlich auch in der Durchführung und in der Übung natürlich es irgendwann darauf ankommt, dass du mit jemandem sprechen kannst, dann ist das natürlich super, super nett, wenn man da Online-Zugang hat. Auch da, nicht jeder hat diese Infrastruktur vor Ort, damit, dass er das überall vor Ort abbildet. Auch Volkshochschulen und so weiter, das ist alles nicht so gesetzt, wie das beispielsweise in Berlin der Fall ist oder auch hier, also in Fürstenwalde. Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob es hier irgendwas gibt, aber ich glaube nicht. Also ich glaube, es ist sehr überschaubar und es ist sehr basic. Und wenn du gerne möchtest, dass dein Kind irgendwie gut betreut und begleitet ist auf seinem Hobby, dann würde ich wahrscheinlich auch eher digital gucken, um ehrlich zu sein. So, Idee Nummer 9 ist was, was bewiesenermaßen sehr, sehr gut funktioniert, ist Schlafberatung digital für Babys und Kleinkinder. Schlafen ist das Ding, bis die Kinder 5 sind. Ich bin jetzt letzte Woche, mein Sohn ist jetzt 5 geworden, ich bin jetzt letzte Woche 3 oder 4 Mal aus dem Schlaf hochgeschreckt, weil es wird im Moment intensiv und schlecht geträumt, was auch macht, dass wir uns fast alle 2 Stunden nachts sprechen, weil einfach so viel passiert in der Nacht und sie so viel verarbeiten und es ist wahrscheinlich ein Wachstumsschub. Ich bin nämlich kein Schlafexperte für Kleinkinder und trotzdem ist es so, dass ich als Elternteil meinen Struggle damit habe. Und das ist was natürlich auch immer mit einem großen Druckpunkt daherkommt, was ein großer Vorteil ist, wenn es darum geht, am Ende Verkäufe zu erzielen. Ja, umso höher der Leidensdruck, umso höher das Geld, was dafür bezahlt wird und umso höher auch die Kaufwahrscheinlichkeit. Deswegen sucht euch real existierende Probleme, die Leute wirklich an den Rand der Verzweiflung bringen. Dann seid ihr da richtig, richtig gut unterwegs. Und Punkt 10 ist auf jeden Fall sind digitale Organisationstipps und Tools für Familien. Weil, dass wir natürlich mittlerweile unsere Familien komplett anders organisieren, als unsere Eltern das gemacht haben. Dass wir unsere Familien mit viel, viel mehr organisatorischen Aufwand beseelen, das ist unumstritten. Und die Frage ist, mit welchen Tools können wir das machen? Ich habe schon mal ein Video dazu gemacht, wo ich erklärt habe, wie wir unseren Google-Kalender als Familie nutzen. Ganz offen. Ich habe eine Sache nicht berücksichtigt, nämlich, dass die Kinder noch nicht ihre eigenen Kalender haben. Aber wenn sie die dann haben, dann sind sie da, gelinde gesagt, nicht involviert. Und das muss man dann natürlich nochmal einstellen. Also von der Warte her, das kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen, das einfach zu digitalisieren und zu helfen, wie das geht. Wenn ihr da Ideen, Kniffe und Tricks habt, dann seid ihr da auf jeden Fall sehr, sehr gut beraten. Also ich für meinen Teil bin super optimistisch, wenn es darum geht zu sagen, Mamas, macht euch selbstständig. Es gibt genug Themen, es gibt genug Sachen, wo ihr richtig viele Kompetenzen habt, einfach weil ihr Mütter seid, einfach weil ihr Family Management zu Hause macht, eben weil ihr den Hut auf habt für alles. Es macht nur Sinn, das auch für andere zur Verfügung zu stellen und eure ganzen Learnings zu teilen und das anderen Müttern zur Verfügung zu stellen, um damit einfach auch eure Selbstständigkeit zu gründen. Das macht die meisten Businesses haben so angefangen. Also fühlt euch ermutigt, wenn du Lust hast. Wir haben den Moms Business Club gegründet, der kostet 9 € im Monat. Dann zeige ich dir alle Basics, wie man die ersten Produkte definiert, wie man die ersten Kunden findet, wie man den Preis dafür definiert und so weiter. Für dich frei 9 € im Monat ist ein Geschenk. Also in diesem Sinne, ich freue mich sehr, wenn du beim nächsten Mal dabei bist und lass dir gut gehen. Bis dann. Ciao.